zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und mich hat es nach Südtirol verschlagen. Und auch hier bin ich wieder auf der Suche nach irgendeinem schönen Fotomotiv. Und bin jetzt hier mit meinem Wohnmobil ein bisschen ums Hotel herumgefahren und bin hier auf diese schöne Kirche hier, da ist eine richtig alte Kirche hier gestoßen. Jetzt überlege ich mir gerade, wie ich die fotografieren kann, weil das macht echt was her. Die Berge sind im Hintergrund zu sehen, die Kirche ist im Vordergrund, einfach echt ein schönes Bild. Beim Sonnenuntergang könnte ich die jetzt fotografieren, aber da ist einfach die Frontansicht dunkel, weil die Sonne geht hinter der Kirche unter. Und außerdem Sonnenuntergang bedeutet, ich könnte im Hotel kein Abendbrot genießen. Deswegen switche ich jetzt um und mache dieses Bild wirklich am Morgen. Ich zeige euch nochmal die Kapelle, wie die aussieht. Da steht sie und ihr seht ganz genau, wie dunkel die ist. Aber am Morgen wird die Sonne so circa um 7 Uhr da irgendwie hinter den Bergspitzen auftauchen, leuchtet die Kapelle schön an und dann gehe ich auch davon aus, dass die Berge da hinten auch so richtig schön rötlich-braun angeleuchtet werden. Das ist jetzt mein Plan für morgen früh um 7 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und mich bei meiner kleinen Fotosession begleitet. Mal schauen, was rauskommt. Und vom Objektiv her werde ich es auf jeden Fall mit einem Weitwinkelobjektiv machen. Auf 30 mm vielleicht 25, irgend sowas. Aber ich bin total froh, dass ich jetzt hier dieses Motiv gefunden habe. Ist schon idyllisch hier, man hört eigentlich nichts, nur die Grillen und Vögel. Manchmal muh. Nice, sehr nice. So, liebe Freunde, die Nacht war leider viel zu kurz. Ich habe nämlich nachts um 2 nochmal aus unserem Hotelzimmer heraus die Milchstraße versucht zu fotografieren. Und so sah das Bild aus. Natürlich zur Freude meiner Frau, da ist sie gleich mal mit aufgewacht, obwohl ich versucht habe, leise zu sein. Jetzt haben wir 5.30 Uhr oder sowas und ich bin schon wieder am Start. Und jetzt habe ich auch schön die Kirche hinter mir und die Bergspitzen werden angeleuchtet, eigentlich genauso, wie ich es mir gestern Abend vorgestellt habe. Und jetzt mache ich das Bild, weil viel Zeit bleibt nicht für dieses Foto. Die Bergspitzen leuchten schon so richtig schön rot. So, und dafür baue ich jetzt mein Stativ hier schnell auf. Und gestern habe ich es ja schon abgecheckt. Ich werde das Bild weitwinklig machen, irgendwas zwischen 20 und 30 mm. Also mit dem, oh, geht das schwer auf, mit dem Weitwinkelobjektiv. Wow, das müsst ihr euch mal anschauen. Wie schön das da hinten aussieht. Cool. Ja, jetzt muss ich mir nur überlegen, braucht es dann einen Filter unbedingt, braucht es keinen Filter? Das sehen wir gleich. Fotografieren tue ich mit meiner Sony A7 III und dem 1635 G-Master. So, jetzt machen wir mal die Kamera an und schauen uns das mal an. Da hinten seht ihr, wie die Bergspitzen schon richtig schön angeleuchtet werden. Okay, von der Nacht ist hier noch die Einstellung drauf. 15 Sekunden auf einer 2,8er Blende. Das war noch die Milchstraßenfotografie. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Der rötliche Himmel da hinten ist ja schon mal super. Okay, jetzt habe ich hier das Problem, dass die Straße von unten hier hochfährt. Die will ich eigentlich nicht mit drauf haben. Die möchte ich eigentlich abschneiden. Und vielleicht muss ich da meinen Standpunkt echt ändern und mal nach unten gehen. Die gefällt mir eigentlich so gar nicht. Ich muss euch noch was Wichtiges zeigen, warum ich mein Stativ schon wieder verstellt habe. Hier ist eine Straßenlaterne oder irgendein Mast und der ist super, super hässlich auf dem Bild. Somit habe ich jetzt meine Kirche, könnt ihr mal kurz sehen, in den rechten Rand reingerückt. Könnt ihr das sehen? Zack. Und so habe ich jetzt keine störende Straße. Die Straßenlaterne ist weg. Ich mache jetzt das Bild. Aber ich mache es nachher auch nochmal auf 70 mm, weil das schaut ja so geil aus. Aber erstmal das. Auf 35 mm. Okay, jetzt gehen wir mal an die Einstellungen. Zunächst mal alles ohne Filter. Ich wähle mal eine niedrige ISO, also ISO 100. Sieht schon mal top aus. Dann
gehe ich mal mit der Belichtungszeit auf ein Achtzigstel und fokussiere mir mal zuerst die Kirche an. Dafür gehe ich hier in meine Displaylupe rein, markiere mir mal am besten den Turm, der sieht super aus, und ziehe den als allererstes mal schön scharf. Das ist das Wichtigste. Wenn das Bild unscharf wird, könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Schärfe ist das Wichtigste. Gut, der ist scharf. Und jetzt wähle ich trotzdem von der Blende her mal eine 7er Blende. Und jetzt geht es an die Belichtungszeit. Oh, schaut das schön aus. 1/30. Ich habe die Auslöseverzögerung drin von 2 Sekunden. Das ist okay. Das habe ich neu eingestellt. Ich fotografiere im RAW-Modus, automatischer Weißabgleich, manuell ist fokussiert. Ja, und so seid ihr jetzt live dabei, wie ich mein allererstes Bild hier mache. 1/30 Belichtung, 7er Blende, ISO 100. Kirche ist anfokussiert. Bam, Bild Nummer 1. Göttlich. Ha. Rein aus Neugier möchte ich jetzt auch noch ein bisschen mit dem Polfilter spielen oder vielleicht sogar auch noch einen Verlaufsfilter einbauen. Und dafür nehme ich mein Nisi V6 Filterset her. Top. Und jetzt noch mit dem Verlaufsfilter. Oh Leute, ich bin gerade so was von geflasht, weil jetzt die Bergspitzen so richtig schön rot angestrahlt werden. Das sieht so gut aus. Ich habe mir den Wecker eigentlich auf 6.15 Uhr gestellt, aber bin vorher schon vor Aufgeregtheit, sag ich mal, aufgewacht. Oh, das musste einfach sein. Ja, das sieht gut aus. Yes, so. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das Bild mit dem Verlaufsfilter aussieht, wenn ich es jetzt mache. So, und jetzt seht ihr, was passiert, wenn ich den Verlaufsfilter reinstecke. Der Himmel wird leicht abgedunkelt. So. Schaut her, im Histogramm seht ihr auch, das Bild ist optimal ausgeleuchtet. Kamera steht in der Waage. Also besser kriege ich es nicht hin. Jetzt machen wir das Bild nochmal. Die Bergspitzen sind schön angeleuchtet. Schön. Wunderschön. Als nächstes wird Folgendes passieren. Ich fotografiere nochmal auf 70 mm ungefähr und dann wird die Sonne irgendwo da hinten hinter dem Berg hervorkommen und wird voll auf die Kirche draufballern. Dann ist eigentlich das schöne Licht vorbei, was ich jetzt eigentlich total mag. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt ein neues Objektiv draufschraube, muss ich mich wieder komplett neu umorientieren, einen anderen Standpunkt suchen, weil ich will ja ein gescheites Bild machen. So. Gut, fotografieren werde ich jetzt mit dem Tamron. Ah, die Kamera war jetzt an beim Objektivwechsel. Profi ist am Werk, merkt ihr schon. Ja, jetzt sehe ich mal, ich bin zu nah dran. Also jetzt muss ich ein gutes Stück nach hinten gehen mit dem Objektiv. Wahnsinn. Echt, das wird jetzt wieder... Auch hier oben am Berg bin ich noch viel zu nah dran. Da muss ich echt ein Stück weiter. Das ist folgendes Problem. Standpunkt, Bildkomposition. In diese Richtung sehen die Berge hinter der Kirche super, super geil aus. Aber wenn ich in diese Richtung fotografieren will, kann ich hier nur den Berg hinunterlaufen und dann schneide ich die Kirche ab. Also muss ich bergauf laufen und in die andere Richtung runter fotografieren. Und das ist jetzt leider nicht so optimal, aber ich mache das Beste draus. Jetzt muss ich ein gutes Stück noch nach hinten laufen. Jetzt halt auch die Frage, was machst du jetzt mit der Kirche? Wo setzt du die hin?
Leider gefällt mir die Bildkomposition von hier aus überhaupt nicht. Das Objektiv jetzt hier macht es mir wirklich schwer, hier ein schönes Bild hinzukriegen, muss ich echt sagen. Ullala, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt kann ich euch sagen, worauf ich hier bei dieser Bildkomposition geachtet habe. Ich habe den Standpunkt jetzt hier gewählt und habe die Kirche genau mittig ins Bild reingenommen. Also unüblich, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn ich den Berg weiter hochgehe und setze die Kirche weiter links irgendwie ins Bild, wirkt es nicht so, weil die Kirche zu sehr abgeschnitten ist von dieser Wiese, von dem Hügel. Nehme ich sie mit rechts ins Bild, habe ich diesen riesigen Baum mit drauf, der eigentlich nicht so schön aussieht. Fotografiere ich von schräg oben vom Berg runter auf die Kirche, sehen die Berge wiederum nicht schön aus. Also mir bleibt echt nur die Möglichkeit, die Kirche mittig zu nehmen, hier ein Stück zurückzugehen. In meinen Augen. Wenn ihr hier steht in Radein, seht ihr es vielleicht anders. Worauf ich jetzt noch geachtet habe, ist, dass die Wiese aus der linken Ecke so leicht konisch hochläuft. Das gibt mir so ein kleines bisschen noch eine Symmetrie. So, und jetzt sehe ich, wie die Sonne langsam auf die Berge hinter der Kirche drauf scheint und gleich wird auch die Kirche im vollen Sonnenlicht hier erstrahlen. Das Bild mache ich jetzt mal auf einer 9er Blende. Anfokussiert habe ich auf die Kirche und die Belichtungszeit ist jetzt nochmal spannend. 1/50, 1/50, 3, 2, 1, bam! Ja, jetzt überlege ich, vielleicht kriege ich hier noch einen Verlaufsfilter drauf, da brauche ich so einen Adapterring oder Step-Down-Ring. Den baue ich jetzt nochmal mit drauf. Ja, das ist vielleicht auch eine spannende Frage. Hier mein Tamron ist jetzt natürlich viel kleiner als mein 82 mm Weitwinkelobjektiv. Und da nutze ich jetzt einfach diese Step-Down-Ringe, um hier dieses Filtersystem draufschrauben zu können. So, einmal so. Weil wenn ihr den größtmöglichen Durchmesser kauft, dann könnt ihr das halt überall verwenden. Wow. Sieht schon mal ganz anders aus jetzt hier mit dem Polfilter. Schon schön. So, jetzt schauen wir uns mal die Sache nochmal an. Jetzt muss ich hier natürlich wieder etwas länger belichten und schauen wir das auch an. Das hat jetzt hier zum Beispiel keine Auswirkung, wenn ich an meinem Polfilter drehe. Bild schaut für mich total gleich aus, keine Auswirkung, aber den Verlaufsfilter, der hat eine Auswirkung. Wenn ich den reinziehe, sehe ich, dass der Himmel nicht mehr so krass überstrahlt ist und das Bild hat hier für mich eine ganz andere Bildwirkung. So, Kirche schön mittig. Bam. Jetzt muss ich halt auch ein bisschen länger belichten auf 1/10. Und ich habe ein ganz schönes Bild. Der Verlaufsfilter hat vielleicht auch den Nachteil, dass die mir alles komplett, also abdunkelt, ja, auch die Kirche. Aber mei, ich kann es nicht anders. Ich bin jetzt kein Photoshop-Künstler, der das Ganze ausmaskiert. Ich nehme es jetzt einfach so, wie es kommt. Haha, mein Wecker. 6.15 Uhr habe ich ihn gestellt. Da wäre das schönste Licht schon vorbei gewesen. Gott sei Dank bin ich jetzt aufgestanden. Ihr werdet merken, wenn ihr öfter mit so Filtersystemen rumhantiert, braucht ihr echt so ein Blasebalg. Ich habe den von Giotto. Ich verlinke den auch mal unten in der Videobeschreibung. Der ist echt sinnvoll. Der hat nämlich die richtige Power, um wirklich diese Staubkörner von den Filtern runterzublasen oder vom Objektiv. Ich brauche den ständig, der ist ständig bei mir im Kamerarucksack. Also ich zumindest habe immer wieder Dreck drin, immer wieder. Mit dem Putztuch will ich auch nicht immer ans Objektiv ran, da verschmiere ich manchmal auch nur die Körner. Mit den Dingern kann ich die schön wegblasen und gut ist. Passt zwar nicht wirklich in die Hosentasche, aber in Kamerarucksack. Und ihr seht, ich schraube wieder hier mein Nisi-System drauf. Es gefällt mir einfach
für die Fotografie viel, viel, viel besser. Man ist einfach flexibler. Zack. Das einzige Manko, was ich jetzt hier gerade sehe, ist, dass keine Wolken am Himmel zu sehen sind. Mal, wir hatten eine sternklare Nacht. Was willst du denn erwarten früher morgen? Dann ist es halt auch wolkenfrei. Und ihr seht jetzt schon, jetzt kommen auch diese harten Schatten auf der Kirche. Aber es ist trotzdem auch ein echt gutes Bild. Da kannst du jetzt nicht meckern. Von den Einstellungen her bin ich jetzt auch auf einer 9er Blende und ein 15. kann ich jetzt nur noch belichten. Und das Ganze mit dem Verlaufsfilter und dem Polfilter aufgenommen. Wow! Jetzt ist die Sonne da. Ich bin jetzt echt gespannt, was gefällt euch besser? Die Kirche im Sonnenlicht oder einfach nur die Bergspitzen angeleuchtet? Also da habe ich jetzt zwei verschiedene Versionen. Mir gefallen, glaube ich, beide jetzt mittlerweile. Ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass es so schön wirklich nochmal aussieht. Aber cool, wieder länger an einem Spot geblieben zu sein. Und jetzt habe ich alle Optionen. Wow, jetzt ist die Kirche so richtig schön im Sonnenlicht. Super nice. Jetzt kann ich gar nicht aufhören zu fotografieren, aber das Bild wird jetzt auch nicht mehr besser. So Leute, ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs mit dabei sein. Nur weil ihr auch tatsächlich immer wieder zuguckt, motiviert es mich auch früh um 5 Uhr aufzustehen, um solche Bilder zu machen. Weil ich sehe, der Content wird angenommen und es ist einfach wunderschön, da auch Rückmeldungen vor allem in den Kommentaren zu kriegen. Das motiviert mich einfach. Vielen Dank, euer Sigi vom Ammersee, heute aus Südtirol, hier am Spot Radein. Und übernachtet haben wir im wunderschönen Zirmerhof. Das ist echt schön. Und am Zirmerhof habt ihr auch echt die Möglichkeit, direkt loszuwandern. Das ist super, wenn man das Auto einfach stehen lassen kann, die paar Tage. Und einfach die ganzen Touren ab dem Hotel einfach machen kann. Das finde ich cool. So, und die halbe Stunde, bis die Rezeption im Hotel belegt ist, nutze ich jetzt. Wow, schaut euch den Sonnenaufgang an. Und fahre jetzt hier noch ein bisschen mit dem Bonwheel durch die Gegend. Abonniert gerne meinen Kanal und gebt mir ein Like. Woop. Für das Video, das freut mich immer wieder. Bye bye, euer Sigi.